Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes. Kurz wollte ich gerade sagen, was ist der Karrieremodus? Episode Nummer 75 mittlerweile schon. Ja, und heute geht es weiter. Mit zwei Spielen und zwar, beziehungsweise eigentlich mit vier und zwar gegen Aston Villa, dann gegen Middlesbrough in der Liga und ihr seht schon, Länderspiele haben wir auch noch. Oh. Hat ja geahnt. Fällt mir gerade auf. Naja. Gegen wen noch? Jetzt habe ich vergessen, gegen wen noch. Guarin läuft aus und. Oh, Rami läuft auch aus. Rami ist sogar wirklich sehr interessant als Backup. Besser als Stranzl auf jeden Fall. Länderspiele halt, die halt simuliert werden, wie immer. Karl Darlow will Rotation, kriegt er nicht. Was haben wir hier? Unser Kader. Ben Arfa ist schlecht in Form. Ibrahimovic ist dafür sehr gut in Form. Der spielt auch für Ben Yedder. Eigentlich könnte man Reinholz auf jeden Fall schon mal mitnehmen für Ben Yedder. Den, glaube ich, stelle ich rein für Niang. Geist stelle ich rein für Sippel. Stindel kann da bleiben, wobei Alto Belli geht eigentlich auch. Ich lasse mal Stindel drin. Wir haben ja demnächst noch ein Spiel gegen den Vorletzten. Hä? Gegen Middlesbrough, da können wir den nochmal spielen lassen. Wer spielen kann, ist Nastasic für Sané. Gestern getroffen, für mich gestern, für euch vorgestern. Und vielleicht auch mal Haidara, falls der im Winter wechseln sollte, damit der mal ein bisschen Spielpraxis bekommt. So, dann gehen wir ins Spielchen rein, würde ich sagen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wir als Tabellenerster müssen unsere 8 Punkte Vorsprung verteidigen. Und ja, bis gleich. Der Tabellenhälfte aus Aston Villa wollte heute gegen die Magpies im heimischen Villa Park mal wieder Punkte mitnehmen und die Magpies von der Spitze zumindest ein bisschen, nicht verdrängen, jedoch die Konkurrenz ein bisschen stärken, den Rücken stärken, denn 8 Punkte Vorsprung momentan für die Männer aus Newcastle an der Tabellenspitze vorm Tabellenzweiten und um das zu reduzieren und die Liga ein bisschen spannender zu machen, hatten sich die Villains heute ordentlich was vorgenommen, unter anderem mit Fabian Delph in der Startelf, war wieder zurück, nachdem er letzte Woche aus Fitnessgründen auf der Bank gesessen hatte. Bei Newcastle ist Zlatan Ibrahimovic zusammen mit Jan Reinholz im Sturm, also ein junger und ein älterer Stürmer. Guzan, Lowton, Senderos, Herd, Luna, Westwood, Delph, Gardner, Nzogbia, Weimann und Helenius. Bei Aston Villa auf dem Platz, also relativ zentral gehalten das Ganze, wie man auch in der Grafik sehen kann. Jedoch mit zwei starken Stürmern, die gefährlich werden konnten. Auf der anderen Seite aber, wie gesagt, auch zwei Stürmer, die gefährlich werden konnten. Der routinierte Zlatan Ibrahimovic neben, Reinholz dahinter, Begovic, Jan Madnastasic, der für Sané in die Elf gerückt, bei Laporte, Haidar auf links, ins Team gerückt für den guten Kurzawa, Geis und Stindl auf der Doppel-6 und dann noch De Jong und Cabella hinter den beiden Sturmspitzen. Damit ging es hinein in die Partie und es dauerte ein bisschen bis zur ersten Chance und die gab es für Newcastle United. Reinholz mit dem Doppelpass mit Ibrahimovic, aber ein bisschen zu spät der Pass vom Schweden und dementsprechend war Reinholz in der Situation im Abseits. War sowieso nicht so gefährlich, anders auf der anderen Seite. Helenius, der sich außen durchsetzen kann, der Franzose Nzogbia auf den Australier, nicht Australier, Österreicher, Weimann, aber der, scheitert am Weg. Auf der anderen Seite dann wieder Ibrahimovic. Es war ein abwechslungsreiches Spiel mit dem Ball auf Geis. Geis aus dem Stand mit dem Schuss, kein Problem für Guzan, der US-Amerikaner, in seinem 300. Spiel heute für Aston Villa. Es ging weiter mit Geis. Diesmal macht er schlauer, legt den Ball zurück und Janmaat versucht es mal aus der Distanz. Der Ball streicht über die Latte. Ja, es war ein Vorteil in der Partie für Newcastle und dann kam plötzlich Delph, hatte sich den Ball im Mittelfeld erobert. Der Ball auf Weimann. Janmaat schläft ein bisschen, rückt nicht früh genug raus. Sekundenbruchteile ist Helenius nicht im Abseits und es steht 1:0 für die Villains in einer Phase, in der man es nicht erwartet hätte. Newcastle United liegt zurück, auswärts und das ist kein gutes Zeichen. Wunderbares Tor vom Dänen, der den Ball von Weimann zugesteckt bekommt und Janmaat kann dann seinen eigenen Fehler nicht mehr ausbügeln. Keine Chance für Begovic und es musste was passieren. Es dauerte bis in die zweite Halbzeit, bis in die 56. Minute. Da kamen dann die Franzosen Ben Arfa und Niang und die fanden sich sofort gut ins Spiel ein. Ben Arfa hier mit dem Pass auf Ibrahimovic und das hier ist Niang. Der zieht die Verteidigung auf sich und macht das dann klug mit dem Ball auf Ibrahimovic. Der Schwede frei vorm Tor. 1:1. 60. Spielminute, der Ausgleich für die Magpies. Wunderbar gespielt von Niang. Setzt er seinen Sturmpartner wunderbar in Szene und der hat kein Problem, diesen Ball zu verwandeln in der 60. Minute zum 1:1. Guzan ist geschlagen und wir sehen noch einmal dieser grandiose Pass in die Schnittstelle. Besser kann man den nicht spielen und auf anderen Seite versucht der Aston Villa direkt wieder anzugreifen. Mit einem Nzogbia und Laporte ist dazwischen, verhindert das Ganze und das konnte sich natürlich Newcastle nicht bieten lassen. Deswegen gingen die weiter nach vorne. Ibrahimovic mit dem Ball nach vorne auf den Bayern Niang, der geht in
in den 16er. Ein bisschen abgedrängt, deswegen der Ball auf Stindel. Der kommt nicht ganz ran. In der nächsten Szene allerdings macht es Niang besser. Wieder er und Ibrahimovic. Unfassbar gute Kooperation dieser beiden. Ibrahimovic steckt durch für Niang. Niang frei vom Tor. 2:1. 75. Spielminute. Die Führung durch den Franzosen. Der war unfassbar gut aufgelegt. Macht eine bockstarke Partie nach 20 Minuten Einwechslung. Naja, das kann man auf jeden Fall mal so reinhauen hier. Das Ding gegen Brad Guzan. Der hat keine Chance, diesen Ball irgendwie zu halten. Und jetzt spielte sich Newcastle wie so oft in einen Rausch. Villa versuchte nach vorne zu kommen und das konterten die Magpies eiskalt aus. Wieder kriegt Ibrahimovic den Ball, macht das gut, geht auf außen, setzt sich gegen Lowton durch hier mit all seiner Körperstärke. Der Ball in den Rückraum, da ist Niang. Niang legt ab für Stindel. Stindels erstes Tor in der Premier League. Ja, da ist es endlich. Der Deutsche trifft erstmals und das gegen Guzan. Und jetzt fiel Aston Villa auseinander. Man sah es richtig. Niang mit der wunderbaren Ablage klug gespielt und Stindel dann mit dem Ball in die lange Ecke. Keine Chance auf der anderen Seite. Sie versuchten ranzukommen, Aston Villa. Sie versuchten zu kämpfen. Luna mit der Flanke, wieder Laporte dazwischen und wieder nahm das Unheil seinen Lauf. Der Ball von Stindel direkt weiter auf Ibrahimovic und der hat wieder eine klasse Idee. Niang erneut gestartet. Der Ball kommt wieder auf den Franzosen. Der ist im Strafraum. Der kann querlegen. In der Mitte ist Ibrahimovic. Saisontor Nummer 7 und das 4:1 für Newcastle United. Was für ein Spiel der Magpies. Das hatte man so nicht erwartet. 0:1 lagen sie zurück, davon nichts mehr zu spüren. Sie spielten sich in einen Rausch und sie waren eiskalt vor dem Tor. Ibrahimovic Doppelpack und es ging immer weiter. De Jong erobert sich den Ball, der Ball wieder auf Niang und der steckt durch für Zlatan Ibrahimovic. Der kann sich durchsetzen gegen Delf, ist schneller, setzt sich da mit dem Trick durch, vernascht den Engländer. Der Hattrick in der 89. Spielminute. Das 5:1 für die Magpies. Der 8. Saisontreffer von Ibrahimovic. Das ist ein Einstand für ihn. In die Premier League. Delf wird da einfach auseinandergenommen. Die wurden zerstört, die Männer aus Villa. Und am Ende gab es doch noch einen Schönheitsfehler bei Newcastle United. Luna, nachdem er von Colback den Ball bekommen hatte, der ehemalige Magpie. Begovic mit dem Fehler und Sogbia ist nochmal da. Macht das 2:5. Nur Ergebniskosmetik natürlich. Es änderte nichts mehr am Spielverlauf oder am Ergebnis. Es war eine Demonstration von purer Macht von Newcastle United und von Zlatan Ibrahimovic. Der zeigt dir ganz genau, warum er jetzt auf Platz 1 der Torjägerliste steht. Und Niang, der wurde später zum Man of the Match gekürt. Klar nach seiner Einwechslung, wunderbar gespielt. Und so endete dann die Partie mit 2:5. Verliert Aston Villa gegen Newcastle United. Die Magpies weiterhin auf Platz 1 und sie lassen einfach nicht federn. Für die ganze Liga wird es die Aufgabe werden, diese Männer zu stoppen. Unfassbar gut aufgelegt. Die Villains, die ja, krepeln weiter im Mittelfeld rum. Die Magpies zeigen, warum sie an der Spitze stehen. Immer wenn ich hinten lieg, bringe ich ab jetzt Niang. Immer wenn ich hinten lieg. Ja, das war eine sehr erfolgreiche Partie im Endeffekt. 5:1 kann man auf jeden Fall so machen. Wir sind ja Belgien, ne? Stimmt ja. Das war ziemlich beeindruckend, wie wir da einfach, okay, am Ende war klar, die sind aber einfach aufgemacht. Ist auch nicht besonders überraschend, wenn man halt zurückliegt, sollte man halt nach vorne spielen und die haben es halt schlecht gemacht. Und ja, 3 Tore von Ibra, Niang mit dem Tor, 2 Vorlagen. 4 Vorlagen sogar. Kann man auf jeden Fall so machen. So. Oh, hat Niang 2 Tore gemacht? Ne, 1. Wir sind auf Platz 2 von Niederlanden. Also wir müssen uns auf jeden Fall gegen Niederlande und Portugal behaupten, was nicht gerade einfach ist. Es geht auf jeden Fall einfacher, würde ich mal so behaupten. Aber gut, so, nächstes Spiel ist gegen Niederlande und zwar zu Gast. Kompany mal wieder rot gesperrt oder immer noch rot gesperrt. Hat er, glaube ich, im letzten Spiel bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Wen stellen wir jetzt dahin, ist die Frage, weil Innenverteidiger sind bei uns jetzt nicht so unbedingt, vorhanden. Witze, dann stellen wir hier hin Pocconioli. Kann irgendjemand von denen Linksverteidiger spielen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nee. Dann machen wir mal Londa in Innenverteidigung. Witzel auf 6. Und Vertonghen nach links. Vorne Benteke, aber wir ändern mal die Formation ins Offensive 4-2-3-1. Naja, nee, das hier. Und haben dann auf 6. Ah nee, Quatsch, das ist ja Schwachsinn. Müssen wir ein anderes 4-5-1 nehmen. Das normale 4-5-1 im Idealfall. Das hier. So. Kann der rechts? Der kann rechts, oder? Kann links, aber er kann rechts. Na, wird schon passen. So, mit der Partie gehen wir ins Spiel. Was? Mit der Mannschaft gehen wir ins Spiel. Mal sehen, was wir hier reißen können. Ich bin ja gespannt. Portugal verloren, Schottland gewonnen, Polen gewonnen.
Ich habe ein schlechtes Gefühl. Zu Recht, zu Recht. Benteke zwar getroffen, aber Vertonghen angeschlagen. Nicht schön. Aber immerhin dürfen wir jetzt Kompany wieder einsetzen. Das ist schon mal besser. Und gegen Polen müssen wir jetzt gewinnen. Momentan sieht es nicht gut aus. Was wir da so machen. Mal und da. Geht mal raus. Oh, ist gestiegen sogar jetzt in dem einen Spiel. Da wird aber der Wolfsburg-Trainer stolz auf mich sein, hoffe ich. Obwohl man da kann eigentlich auch spielen. Alter Weireld, Vertonghen. Ach, lassen wir einfach so. Obwohl Witzel Innenverteidigung geht halt nicht, ne? Dafür kommt. Na, ja, lassen wir doch so. Machen wir einfach mal so. Ja, so. Polen. Ha, soll schaffbar sein. Wenn ich das nicht gewinne, trete ich zurück, ganz ehrlich, weil. Sonst haben wir fast schon keine Chance mehr. Wir sind eigentlich so eine starke Mannschaft. Guck mal, gegen Portugal, Tschechien und Schottland unentschieden gespielt. Gegen uns 4-1 aus dem Maul gekriegt. Und Vertonghen hat sich schon wieder verletzt. Na, von mir aus. Brian Perea und er wird für 3 Tage ausfallen. Das ist nicht so schlimm. Ist ja sowieso jetzt vorbei erstmal die Länderspielphase. Perea ist. Na, nee. Marco Sau beobachte ich mal. Jeremy Menez, wenn der Vertrag ausläuft, wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, wobei, vielleicht doch. Aber egal. Wir gehen erstmal weiter zum nächsten Spiel. Und das ist, wie gesagt, gegen Middlesbrough. Ihr könnt das da schon sehen. Danach geht es in der Euroleague weiter gegen Atletico. Das heißt, wir werden ein bisschen rotieren. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben ja eine sehr, sehr gute B11 auch. Dann wird das schon passen. Jens Hegeler fertig. Ja, an sich nicht schlecht, ne? Aber auch nicht gut. Sebastian Rudi schon besser. Aber auch nicht so krass. Aber naja, lassen wir einfach mal da. Jonathan Tah könnte ich gerne mal kurz gucken, wie sich der so entwickelt momentan. 20 Jahre alt, 73, ja. Also der, ja. Grätsche ist halt noch im 70er-Bereich, also am Anfang 70er-Bereich, aber das wird sich ja noch ändern. Okay, so, mit wem spielen wir denn jetzt? Wir können eigentlich mal was wagen gegen die und mal Campbell spielen. Das nicht weiß, ist jetzt wieder übermütig, aber. Warum nicht, wisst ihr? Weil wir sind sowieso so weit vorne und wir müssen ja mal ausprobieren. Wir müssen unsere Spieler präsentieren. Morrison kriegt seine Chance. Oxlade geht mal auf die Bank für Ben Aff. Nee, nicht für Ben Aff, aber für Fuckerbeyer. Younger und Beaver kommt mal rein für Nastasic. Haidara bleibt. Stindl geht raus für Altobelli. Barker kommt rein für Geis. Und dann können wir Sippel einwechseln, Oxlade einwechseln und Ben Aff einwechseln. Das ist gut, alles klar. Dann gehen wir damit in die Partie. Ich bin gespannt, wie sie unsere BF präsentieren wird. Aber ich habe ein gutes Gefühl und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß. Nächste Woche ging es für Newcastle in der Champions League gegen Atletico Madrid. Deswegen schickte Trainer MGT heute eine B11 auf den Rasen gegen Abstiegskandidat Middlesbrough. Momentan auf Platz 19 der Tabelle angesiedelt. Sie kamen in den St. James' Park, um sich irgendwie unten raus zu befreien. Ausgerechnet gegen den ungeschlagenen Tabellenführer sollte das natürlich die schwerste aller Aufgaben sein. Bisher auf 11 Spielen, 28 Punkte, eine unfassbare Leistung, immer wieder erwähnenswert. Die Männer von Newcastle United in absoluter Topform. Momentan allerdings nicht die, die auf dem Platz standen, denn die waren wie gesagt nur die B11 abgesehen von Aymeric Laporte. Auf der rechten Seite Janmaat und im Tor Asmir Begovic. Wir gucken uns die Aufstellung mal an. Begovic, Janmaat, Younger und Beaver ausnahmsweise mal wieder in der Startelf. Haidara auf links, Laporte in der Innenverteidigung. Barker und Altobelli auf der Doppel-6. Morrison, der ausgebotet war in der Startelf neben Komar auf den beiden Zehnerpositionen und vorne. Adam Campbell, das erste Mal in der Saison überhaupt im Kader. Und Jan Reinholz neben ihm in der Sturmspitze. Der Youngster durfte ja in den letzten Monaten sehr, sehr oft spielen. Middlesbrough, Heaton, Fredericks, Williams, Omeruo, Damia, der Spanier. Nzue, ebenfalls Spanier. Tomlin, Clayton, Carajo. Puga und Kike, ebenfalls Spanier in der Startelf. Ein bisschen spanisch geprägt. Die Elf von Middlesbrough auf der Bank. Ja, alles No-Names, abgesehen eventuell von Ars. Sonst kennt man da so gut wie niemanden. Aber diese No-Name-Truppe startete gut in die Partie mit Kike und dem Ball auf Tomlin. Und der kann einfach mal draufziehen. Ball geht vorbei am Tor von Begovic. Aber es war die erste Annäherung von Middlesbrough. Auf der anderen Seite kam dann auch Newcastle erstmals nach vorne mit dem wohl besten Spieler auf dem Platz mit Revin Morrison. Und der wird gefoult von Damia und es gibt den Elfmeter. Ja, und das vollkommen zu Recht in der Situation. Der nächste Spanier im Aufgebot von Middlesbrough foult den Engländer da im Strafraum vollkommen unnötig. Eine Grätsche, die man so niemals setzen muss. Er trifft zwar, naja, nicht mal ansatzweise den Ball, aber er versucht auch nicht wirklich dahin zu gehen. Das war wirklich ein sehr dummes Tackling. Und Adam Campbell, der beste Elfmeterschütze momentan im Kader bei Newcastle United, zumindest in der Startelf, der sollte seine Chance haben, in seinem ersten Spiel in dieser Saison direkt mal ein Tor zu machen und sich für weitere Aufgaben zu empfehlen. Er gegen seinen, naja, Nationalkollegen.
Verteidigen sozusagen gegen Heaton. Es wird etwas länger überlegt, wo er hinschießt. Im Endeffekt entscheidet er sich, wofür. Ja, richtig, für links oben und der Ball ist drin. 1:0, 14. Spielminute. Die frühe Führung für die McPeister Stadion. Außer Rand und Band, dass diese BF hier tatsächlich in Führung gehen konnte. Ja, ist natürlich die Schuld von Damia, keine Frage. Aber wie er diesen Elfmeter macht, ist einfach Newcastle. Man hier Heaton hat die Ecke, hat aber den Arm nicht weit genug oben. Und dementsprechend steht es 1:0 für die McPies. Allerdings folgte die Antwort von Middlesbrough sofort. Über Clayton, der spielt den Ball auf den Sue. Und er macht das gut, denn in der Mitte läuft wieder Clayton. Der kann schießen, der Pfosten ist da und da ist Puga. 1:1, 28. Spielminute. Middlesbrough war wieder da und das war vollkommen verdient. Denn die Männer, ja, auf Tabellenplatz 19 angesiedelt, machten heute einen richtig, richtig guten Eindruck. Die spielten gut nach vorne, natürlich auch geschuldet dessen, dass die B11 von Newcastle auf dem Platz stand. Trotzdem nicht zu unterschätzen und es ging weiter mit Action nach vorne. Und zwar von Newcastle United. Campbell versucht es hier, schön stehen geblieben. Die Flanke kommt rein, da ist Reinholz. Jetzt geht er bei dem Tor vorbei, abgefälscht noch. Der Eckball brachte nix ein. Zweite Halbzeit, Kingsley Coman auf der linken Seite beheimatet. Geht über außen, zieht schön rein in die Mitte. Die Flanke ist gut, da ist wieder Reinholz. Und diesmal ist wieder Heaton da und klärt diesen Ball. Ja, kann ihn zur Ecke abwehren. Richtig schöner Kopfball eigentlich vom jungen Deutschen. Aber die Parade von Heaton ist auch wirklich sehenswert. Lenkt den Ball hier ab zur Ecke, aus der dann sich nichts ergab. Und dann sponnen die TV-Kameras. Und wir können dementsprechend nur diese Wiederholung hier zeigen. Haidara setzt sich über links außen durch. Die Flanke kommt in die Mitte auf den zweiten Pfosten. Da ist Barker. Und es steht 2:1 für Newcastle. Im direkten Gegenzug allerdings der Ball auf Carajol auf außen gespielt. Und der hat eine gute Idee, flankt in die Mitte und da ist Kike und es steht 2:2. Middlesbrough also innerhalb von einer Minute mit dem direkten Ausgleich. 2 Tore in 2 Minuten, die Fans wurden gut unterhalten, beziehungsweise, naja, einmal wurden die Newcastle-Fans unterhalten und dann die Middlesbrough-Fans. Schöne Flanke von Carajol und Kike setzt sich dann durch. Bitter, bitter, ja, dass Laporte da nicht richtig hinkommt, aber Yanga Mbiwa war endlich zugeteilt, dementsprechend hätte der da stehen müssen. Und wir kommen zur nächsten bitteren Szene für Newcastle. Plata geht über außen, macht das sehr gut an sich. Der Ball kommt auf Clayton und der Ball wird auf Kike gespielt. Weil, naja, Yanga Mbiwa blöd rausrückt. 2:3 aus der Sicht von Newcastle United. Auch Janmaat sah dabei nicht besonders gut aus. Und sie wurden an den Rand einer Niederlage gedrückt. Bisher noch ungeschlagen in dieser Saison. Das muss man immer wieder dazu sagen. Und ausgerechnet Middlesbrough, Tabelle 19. Der Aufsteiger könnte jetzt hier diese Serie beenden mit dem 3:2 nach 69 Minuten. Nur noch 20 Minuten. Und jetzt musste sich Newcastle natürlich was einfallen lassen. Hier nochmal zu sehen, der Pass wunderbar in die Schnittstelle. Begovic war noch dran. Der Ball nicht so platziert geschossen. Also er war dran, lenkt den Ball aber nur noch ins Tor. Bitter für den Bosnier, aber Newcastle versucht es über Sippel. Wir sind in der 84. Minute und er geht über den ganzen Platz und wird nicht angegriffen. Clayton wartet viel zu lange darauf, dass er irgendwas macht und dann spielt er den Pass auf Reinholz, der auf Campbell, der setzt sich durch gegen Williams und schnürt den Doppelpack. 85. Minute, der Ausgleichstreffer für Newcastle United. Wunderbar gemacht von den beiden jungen Stürmern. Und im Endeffekt ist der Engländer dann da und haut ihn mal mit links ins Tor. Zweites Tor in dieser Partie, der Doppelpack für ihn. Also er macht wirklich Eigenwerbung. Jetzt wollten sie mehr. Jetzt hatten sie tatsächlich hier irgendwie noch Bock auf den Sieg. Hier scheitert Reinholz, Campbell mit dem Pass auf Oxlade-Chamberlain. Aber der kommt nicht mehr ran. Heaton ist da. Und das war die letzte Szene der Partie. 3:3 trennt sich Newcastle United und Middlesbrough in einer spannenden Partie. Bitter für Middlesbrough, dass sie den Sieg nicht über die Zeit bringen konnten. Für Newcastle gut, weiterhin ungeschlagen. Und es zeigte sich, dass auch die B11 eine richtig gute Truppe ist. Also ideal war das nicht, aber es war ja auch eine B11, von daher nicht so schlimm, dass jetzt nur ein Unentschieden geworden ist. Im Endeffekt werden auch einen Meter noch kriegen müssen und naja. Aber darum geht es jetzt hier erstmal weiter nicht. Niang ist wieder mal am Rumpussen, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Wir loben unsere Mannschaft und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, diese hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann geht es demnächst gegen Atletico Madrid in der Champions League. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.